Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Also, heute geht's mal wieder weiter. Ich habe die letzten Tage mal nichts gefilmt. Wir haben aktuell schon wieder Montag. So war die letzten Tage einfach nichts los. Ich hatte immer Spätschicht. Ich habe bloß früh meinen Stall gemacht und halt den üblichen Kram. Ja, was ich gestern noch gemacht habe für meine Schweine. Ich hatte wieder Futter und das ist ja alles aussortiert worden. Und da waren ein Haufen Bohnen dabei und ein Haufen Spargel und Kartoffeln habe ich von mir unten noch geholt und Karotten. Die habe ich in den Topf hier reingeschmissen und habe da mal einen ganzen Schwung davon gekocht oder besser gesagt gedämpft. Ja, und da in dem Potto sind jetzt aber Labner drin und zusätzlich halt von dem Gemüse. Und das bringen wir Ihnen jetzt runter, dann lassen wir sie gleich raus, da werden Sie sich bestimmt freuen. Morgen. Ja. Noch müde? Was ist? Guten Morgen. Komm. Da haben sie gestern fleißig umgegraben. So, ich teile das Futter immer so auf, dann können sich die Hühner das da holen. Und brauchen keine Angst haben, dass es ihnen für die Schweine wegfressen wird. Feigelchen. Nee, Salat ist besser. Machst du Karotte? Kartoffeln ist besser. Ne? Spargel? Schau mal, Spargel. Bohne? Nein? Magst du auch Kartoffeln? Beerensaft.
Du willst hier meinen Trog? Das geht nicht. Meine. Schmudi, du trägst deinen Namen zurecht. Also bislang haben sie noch überhaupt keinen Ausbruchsversuch gestartet, die zwei. Die wühlen hier unten immer um. Abends ziehe ich es wieder ein bisschen glatt. Am Zaun haben sie es noch gar nicht probiert. Geht wunderbar. Ich denke mal, die haben sich richtig gut eingelebt. Gestern waren sie 2 Wochen da. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sauber das die sind. Ich habe gedacht, das ist mehr Sauerei im Stall drinnen, aber die sind richtig reinlich. Die gehen dann, wenn sie rausgehen, oder machen wirklich vorne an einer Stelle. Kannst die Suppe entfernen, Suppe mit auf den Mist tragen. Brauchst nicht den ganzen Stall sauber machen. Geht wirklich klasse. Und mit den Hühnern, wie man sieht, klappt jetzt auch besser. Die Hühner rennen auch draußen mit rum. Das war halt am Anfang der Schock. Da haben sie denen nicht vertraut. Aber mittlerweile, wie man sieht, klappt es doch ganz gut. Und so muss das sein. Wie gesagt, das Ziel war ja, dass die Hühner dann auch davon profitieren. Und das machen sie ja, weil da, wo die Schweine umgegraben haben, können die Hühner dann schön picken. Ja, die Schweine und Hühner sind dann erst einmal für den Augenblick versorgt. Die können jetzt hier richtig schön fressen. Ja, und da hinten sitzen noch ein paar. Die wärmen sich erst einmal in der Sonne auf. Die haben aktuell noch keine Lust. Ja, auf unserem Hof gibt es eine kleine Neuerung. Am Samstag haben das mein Vater und mein Bruder geholt. Den haben wir geschenkt gekriegt von einem Bekannten, wo ich auch den Zaun her hatte. Ich sag's aber gleich vorweg, also so behalte ich den natürlich nicht. Der dient uns als Ersatzteileträger. Weil den zu richten, also da bleibe ich beim Krüger. Wir haben einen Köhler Miststreuer gekriegt, Staltungsstreuer, Typ ED30. Hat 3700 Kilo zulässige Gesamtmasse. 3200 Kilo quasi Zuladung und 500 Kilo Stützlast vorne. So ist es aufgegliedert. Ja, an sich eigentlich kein schlechter Streuer. Würde mir prinzipiell schon gefallen. Ja, ganz normal mit Kratzboden. Und der hätte das liegende Streuwerk, nicht wie meine das stehende. Aber das wird nicht funktionieren. An dem müsste so viel gemacht werden. Also ist ja nicht nur die Beplankung außenrum, die hier komplett auseinanderfällt. Das ist auch schon die ganze Kratzbodenführung unten. Die Ketten sind total locker. Teilweise sind Ketten komplett rausgerissen. Ob die ganze Mechanik noch geht, das Stützrad vorne ist eingerissen, die Bremse geht nicht mehr. Also zum Richten wird mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Reizen wird es mich schon, vielleicht ginge der hinter den Kramen. Aber wie gesagt, ich habe den Krüger. Und der läuft am IHC eigentlich ganz sauber. Wie gesagt, da muss ich ja bloß einmal die Streuwalzen hinten neu machen. Aber so hat er uns der Krüger immer gute Dienste erwiesen. Und ich denke mal, wenn man da im Winter eventuell einmal beigeht und macht neue Rohre und schweißt da dann neue Eisen an, dann hält mir der wieder. Da mache ich mir keine Gedanken. Von daher, bloß kein Stress. Wie gesagt, so ist das Fahrzeug, fällt mir eigentlich schon ganz gut.
Aber so viel Zeit habe ich dann doch nicht, dass ich jetzt das Ding da komplett richten könnte. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch komplett wäre. Wie gesagt, der hätte halt die liegenden Streuwalzen, die gut hier aber beieinander sind. Kann man auch schlecht sagen, wie viel die schon gesehen haben. Da kann es einem genauso passieren. Und ja, wie gesagt, da nehme ich lieber meinen alten. Da weiß ich, was ich habe. Der hat uns immer treue Dienste erwiesen. Hier, das wäre so eine Bastelpackung. Der ist eigentlich hergekommen. Da haben wir ein Spezialprojekt vor. Wir brauchen von dem Anhänger hier die Achse. Und mein Vater hat dann über einen Bekannten noch einen Anhänger aufgetrieben. Den brauchen wir dann komplett. Ja, das soll dann einmal, wenn es fertig ist, eine Art, ja, Tieflader kann man nicht sagen, weil die Achse ist ja doch ein bisschen höher. Das wird aber dann wie so ein Transportanhänger. Wir haben ja den normalen Autoanhänger zum Transport vom Minibagger, vom Kettendampfer. Oder wenn es da auf Schleppertreffen mal fährst, dass nicht jeder Bulldog einzeln fährt. Verstehe ich zwar immer nicht, wir könnten schön Kolonne fahren, aber der vorne, der ist dann doch immer etwas bequemlicher, der möchte dann lieber mit dem Auto unterwegs sein. Ja, und dann haben wir gesagt, das wäre eigentlich die Lösung, wenn man hergängert und hätte einen großen Anhänger, auf dem du mal schnell den Bagger transportieren kannst, brauchst du den Autoanhänger nicht vorne umbauen, weil da musst du die Plane runternehmen und Plane wieder draufbauen dazu. Weil transportierst du zum Beispiel das Futter, was wir immer kriegen, dann brauchst du eine Plane drauf, transportierst den Bagger, musst die Plane runter. Und das ist eigentlich eine nervige Sache. Und in letzter Zeit war das recht häufig, dass man es umbauen musste. Ja, und da hat er dann gesagt, da wäre eigentlich so ein schöner Tieflader-Ladewagen gut, den du dann quasi umbauen würdest als ja, Plattformwagen quasi, wo du dann den Bagger oder den Bulldog oder was drauf transportieren kannst. Ja, und über einen Bekannten hat er da jetzt wohl dann noch einen Ladewagen ausgemacht. Und da wird dann aus dem Ladewagen, der ist das Grundgestell für den Anhänger, und aus der Achse von dem Köhler hier wird dann ein, na sagen wir mal, Transportanhänger für Allgebrauch, alles was du halt so zu tun hast. Und da denke ich einmal, das müsste eigentlich ganz gut gehen. Aber was das gibt, das seht ihr dann später mal, auf jeden Fall. Ich denke mal vielleicht vom Umbau, dass ich ab und an mal mit was filmen kann. Das muss ich mal gucken, versprechen kann ich nichts. Ich weiß nicht, wann der das dann macht. Weil er hat da so seine gewissen Vorstellungen, wie er es haben möchte. Ich denke mal dann die Pico-Bund und das ganze Zeug vom Ladewagen wird alles wegkommen, mal die ganzen Bordwände. Ich weiß noch nicht einmal, was es für eine ist. Ich habe bloß erfahren, dass ich ihn demnächst da mal holen soll. Ja, das mache ich natürlich. Mit dem Bulldogger unten drehen und dann mal einen Hänger holen. Aber das wird man alles sehen. Gut, so viel zu diesem, ja, Projekt, was wir da dann noch haben. Ja, in der Maschinenhalle am Kram ist natürlich auch wieder ein bisschen weitergegangen. Also wie gesagt, das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen verzögert und wird sich noch ein bisschen verzögern, leider. Aber durch den Umbau jetzt im Haus und ja, drinnen in der Firma ist im Moment keiner bei meinem Vater, der die Zeit hat, die Kurbelwelle zu schleifen, dass der Motor fertig wird. Deswegen haben wir hier jetzt einfach einen Gang zurückgeschaltet. Also hätten wir den Motor gehabt, hätten wir natürlich sich voll hier drauf konzentrieren können. Aber es gibt halt auch andere Dinge, die wichtig sind. Klar, mir wäre es am liebsten, wenn der Bulldog gestern fertig gewesen wäre, aber so wie es ist, ist es. Es ist trotzdem immer ein bisschen weitergegangen. Und jetzt wird es gleich wieder Leute geben, die sagen, oh Gott, mach das hässliche Ding runter. Das funktioniert aber leider nicht, weil bei uns kommt die Berufsgenossenschaft. Und wenn die Berufsgenossenschaft sieht, dass da nichts drauf ist, dann gibt es eine auf die Nuss. Wir sind gerade am Anpassen vom Überrollbügel. Das ist der Überrollbügel vom K15. Ein Überrollbügel ist Pflicht. Umsturzbügel, Überrollbügel, wie man es nennen möchte. Der Grund ist ganz einfach, fährst du am Hang, sei es seitlich oder sei es bergauf und der Bulldog überschlägt sich, kippt um, ist der Grund einfach, Unfallgefahr ist etwas geringer, sage ich einmal. Gut, der Schlepper ist danach natürlich dann nicht mehr so toll beieinander. Aber der Fahrer hat zumindest eine höhere Überlebenschance. Der Überrollbügel auf der einen Seite ist er ja quasi schon verschraubt. Hier drüben hat er mal vorher schon angepasst soweit.
Da sitzt er schon, wo er hin muss. Und so wie sich das gehört. Hier muss noch ein Loch gebohrt werden. Da hat der Akkuschrauber aber dann gestreikt. Da hat er den alten Makita gehabt. Ich habe mir jetzt mein Gerät mit runter. Der Gerät quasi. Ja, das sind die Bohrer. Da habe ich schon zu einem gesagt, na, ich nehme dann zwei Bohrer, ich nehme den und den. Und bohre 16er Loch dann auf einen Schlag rein. Mein Schrauber, der kommt da durch, der macht jetzt nichts. Und dann werden die Eisen verschraubt und ich denke mal, dann wird man die Tage nach unten hin die Eisen verlängern. Gescheit verschweißen das Ganze. Und dann sind die Kotflügel und der Überrollbügel fertig zum Lackieren. Dann kann das alles genommen werden, kann über in die Halle, wo der VW-Bus drin steht, aufgehängt werden und kann dann schön grundiert und lackiert werden. Zum Überrollbügel selber habe ich mir gedacht, da werde ich den Farbton RAL 1015 nehmen. Also das ist ja ein Kress-Sicherheitsbügel und die sind original ausgeliefert worden in so einem, ja, leicht Beige-Ton, könnte man sagen. Und ich habe da mal den RAL-Fächer rangehalten und habe mich dann dazu entschieden, dass ich den 1015er Ton mache, quasi wie es die IHC-Felgen auch sind. Das kommt eben ganz nah. Ich könnte ihn auch grün lackieren, so wie den ganzen Schlepper, aber ich finde, das ist dann auch irgendwie blöd. Wenn man das Ding schon drauf hat, dann kann es auch einen anderen Farbton haben, so wie es original war. Dann wird er in Hellelfenbein lackiert, die restlichen Kotflügel alles grün und die Bügelstreben unten natürlich auch bloß grün, hinterm Rad. Und dann schaut er wieder so aus, wie ich ihn ursprünglich einmal gekannt hatte vom K15, weil der saß ja hier auch drauf. Und da war der Bügel auch weiß. Und so wird es dann halt wieder. Also wie gesagt, von der ganzen Farbgebung her übernehme ich jetzt sehr viel vom K15 auf den KA15. Wie gesagt, das war mein erster eigener Schlepper. Und mich reut es zwar schon ein bisschen, wenn ich jetzt sehe, dass ich ihn so zerlege. Aber einige Ersatzteile von dem habe ich jetzt schon verkaufen können. Es gibt doch ein paar Leute, die suchen. Und ja, ich denke mal, wenn man mit dem dann ein paar andere Schlepper zum Laufen kriegt, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe schon Interessenten gehabt wegen der Motorhaube. Das war ihnen dann aber doch zu weit zu fahren, so wie es ausgeschaut hat. Ich habe Interessenten für die Kotflügel. Ich habe jemanden, der interessiert sich fürs Getriebe dann. Mal gucken, was da so kommt. Auf alle Fälle von der Farbgebung orientiere ich mich da sehr an meinem K15. Deswegen ist auch meine Haube hinten in dem kompletten Kramegrün lackiert, so wie die alte hier. Ich mache da keine silbernen Zierstreifen oder silberne Gitter drauf. Die waren bei dem auch nicht silber, die waren auch einfach bloß grün. Und genau diesen, ja, dieses Design, diesen Look möchte ich beibehalten. Ist halt so, wie es wirklich gewesen ist. Die Schlepper sind teilweise so ausgeliefert worden und teilweise, wenn sie wahrscheinlich ein wenig die Produktionsrate zu gering war oder was und die Nachfrage zu groß, dann sind die Dinger fertig gemacht worden und sind rausgeschickt worden und dann kam sowas raus und genau das möchte ich beibehalten. Deswegen habe ich gesagt, der wird auf jeden Fall dann schön alles grün, die Felgen rot, so wie sich das gehört. Und dann haben wir wieder einen Schlepper. So, den Überrollbügel haben wir jetzt drauf gebaut. So sieht es jetzt aus. Der ist jetzt, wie gesagt, hier drauf gebaut. Und ja, wackel ich mir jetzt dran, dann kippelt schon unten alles mit. Jetzt, wie gesagt, der nächste Punkt ist dann, dass sie hier verlängert werden und damit verschweißt. Also mit dieser Platte, die lässt sich abschrauben. Und dann hat man wieder einen richtigen Überrollbügel, so wie es sich gehört. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mir ein neues Gaspedal ausgeschnitten. Die haben auf das alte Gaspedal, das war recht abgeschliffen durch die Schuhe. Da haben sie einfach ein Flacheisen aufgeschweißt und das hat nicht so toll ausgesehen. Das habe ich jetzt wegflext und habe mir aus einer Riffelblechplatte ein neues Gaspedal ausgeschnitten. Größer war das Original auch nicht. Und das kommt jetzt dann hier so drauf. Wird hier wieder schön verschweißt. Tja, sitzt natürlich ein wenig eng. Das Flacheisen ging weiter raus. Das ist mir schon klar, warum die das gemacht haben, dass mir bequemer nachkommt.
Original ist aber nun mal so. Und original wollen wir es haben. Also schweiße ich jetzt die Platte an. Und dann sieht es wieder besser aus. So, mein Gaspedal habe ich natürlich selbstverständlich fertig gekriegt. Ja. Und so schaut das gute Stück jetzt aus. Ich habe es leider nicht filmen können, da war der Akku leer und die anderen hingen zum Laden dran. Aber so schaut das Ganze jetzt aus. Das ist einfach aus einem Stück Riffelblech rausgeschnitten. Von der Größe sogar ein kleines Stückchen breiter wie das alte. Und ja, viel Gas geben wird man mit dem Fußpedal sowieso nicht. Weil, wie man schon sieht, es ist recht blöd erreichbar. Ich meine, hier hat man dann ein Trittblech drauf. Aber wenn man sieht, der Fuß, der muss ja halt ganz krumm stehen. Normalerweise nimmt man für den alten Bulldog eher das Handgas. Ist bequemer zu bedienen. Ich meine, das Fußgas wird schon gehen. Beim K15 war es auch nicht viel anders. Da war das Fußgas auch etwas bescheuert gelegt. Also normalerweise, das ist ja das Gaspedal gewesen bei dem. Und ja, Standgas saß in etwa hier und zum Gas geben hast du dann so runtergedrückt. Dann kam die Handbremse in den Weg, beziehungsweise das Bremspedal. Da ist man auch häufig dann mit Handgas gefahren. Aber gut, das gibt sich dann, das sieht man. Und dann geht das schon. Ja, auf alle Fälle, das ist gemacht. Der Überrollbügel ist sauber verschraubt. Ja, das waren die Arbeiten. Der eine oder andere sieht es gleich. Lenkrad ist nicht mehr drauf. Habe ich runter gemacht. Da hatte ich den Gasbrenner dazu. Schön heiß gemacht und dann abgezogen. Und das habe ich schon lackiert. Also geschliffen und lackiert. Das hängt hier drüben mit. Da muss ich nur gucken, eventuell muss ich nochmal ein wenig nachlackieren. Wieder schön in Schwarz. Ja, da sieht man schon den Lack, den ich hier verwende. Das ist Brando Corux 2 in 1. Das ist ein Speziallack gegen Rost. Den habe ich bei meinem PKW schon verwendet. Ja, da muss man noch ein wenig drüber. Der zieht sich dann beim Trocknen ein bisschen zusammen. Dann wird er normalerweise schön glatt. Da hat es aber den Nachteil, da sieht man halt dann teilweise noch mal den Untergrund ein wenig durch. Deswegen gehe ich zweimal drüber. Der Lack hat aber den Vorteil, ich brauche nichts vorgrundieren, sondern gehe direkt drauf. Und das ist ja das Einfachste und Schnellste. Da werde ich jetzt nochmal Schicht auftragen. Und ja, hier oben muss ich ja mal versuchen. Da habe ich ein kleines Mittelchen. Vielleicht kriege ich die Stelle repariert. Weil so gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. Aber das werde ich sehen. Ja, so viel dazu. Und dann ist wieder ein bisschen was am Kramen passiert, dass da mal was weitergeht. Wie gesagt, in letzter Zeit war es nicht so viel. Der Ackerbau ist soweit durch. Da ist nichts mehr weiter zu machen. Und ansonsten, ja, Holz häckseln, wann wir das hier drinnen machen, wissen wir noch nicht. Ich habe halt jetzt die Woche da noch ganz normal mal Gras unten nochmal zu mähen und zu holen mit dem Ladewagen. Was eventuell noch kommt, ist auf alle Fälle mal ein Mist noch verfahren. Aber ob ich das alles filme, also weiß ich nicht, kennt ihr ja sowieso. Ich muss mal gucken, ob noch irgendwas anderes passiert. Sonst halt da noch was. Den Kreiselheuer wollte ich auch noch richten, dass das Zeug da aus der Halle rauskommt. Die ganzen Trümmer, die liegen ja immer noch da drüben. Dass die Gelenkwelle und die Reifen und das da mal wegkommen. Und dann hat es auch einmal wieder eine Art. Ja. Und ansonsten, was jetzt einmal machen muss, ich muss noch die Trümmer, die hier liegen, alle ausschreiben. Dass das Zeug auch immer noch verkauft wird und weggeht. So weit wie möglich. Dass man hier drin einfach mal wieder ein wenig Platz kriegt. Und dass endlich einmal wieder die Fahrzeuge alle gescheit geparkt werden können. Ja, den Schlepper da, den muss ich dann auch immer noch zerlegen, stückweise. Und der kommt dann auch weg. Weil aufheben brauche ich mir da nichts. Die Teile hinten, das Heck, das passt überhaupt nicht mit dem überein. Das, was ich gebraucht habe, habe ich davon. Und der Rest passt, wie gesagt, nicht. Die Spurstangen sind leider zu kurz bei dem, weil der ein bisschen länger ist. Die kann ich nicht übernehmen. Und das Mähwerk, ja. Ich bin jetzt aktuell an einem dran. Da wollte mir der Besitzer jetzt noch schreiben,
was er alles an Teile hat, weil ich brauche für das Mähwerk ja, ich habe die Riemenscheibe hier vorne. Und da sitzt normalerweise eine Box, so wie hier drüben. Auch so. Und unten sitzt nochmal eine Riemenscheibe. Und hier dann vorne auch diese Aufnahme fürs Balkenholz unten. Und ja, das fehlt mir komplett. Ein Schutzblech gehört über die Riemen dann auch noch drüber. Und da bin ich jetzt dahinterher, dass ich die Teile immer noch herkriege. Dass ich dann den Schlepper wieder habe mit Mähbalken. Weil ich jetzt schon öfters gehört habe, ich soll halt am KL300 den Mähbalken anbringen. Klar, den habe ich liegen. Aber wie gesagt, ich möchte das eigentlich nicht. Weil erstens einmal, das Ding ist bleischwer zum Kartoffeln bearbeiten. Oder allgemein, wenn du irgendwelche normalen Transportarbeiten machst, dann fährst du das Ding immer bloß unnütz mit rum. Ständig runterbauen macht man dann aber auch wieder nicht. Von daher bleibt der Balken einfach unten. Das nächste ist, das Schwartbrett müsste ich auch abnehmen. Das ist auch im Weg. Weil das schlägt mir, man sieht es hier, das Schwartbrett steht recht weit rüber. Das schlägt mir dann beim KL300 die Seitenscheibe kaputt, diese Plane. Das war ja der Grund, warum ich da neue gebraucht habe. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache da keins mehr noch. Da habe ich keine Lust mehr dazu. Ich habe es da, ja, aber das wird, wenn die Garage mal neu gebaut ist, dann mit aufgehängt. Und da bleibt es halt hängen. Aber brauchen an dem tue ich es definitiv normalerweise nicht mehr. Ich mähe jetzt so lange, wie ich die Möglichkeit habe mit meinem Trommelmähwerk. Das geht noch ganz normal. Und laden kann ich dann ganz normal mit dem Ladewagen und mit dem KL300. Wie gesagt, das Ziel ist unter die Bäume drunter dann normalerweise für den da wieder eins. Weil das Schöne ist halt, der Schlepper hat keine Kotflügel vorne, die sich verhaken können. Der Schlepper ist recht wendig, klein, niedrig gebaut. Bloß der Überrollbügel oben drüber im Weg. Und da kommst du unter die Bäume oder an der Hecke entlang schön rum. Ist alles Schöne wie mit dem Planenfertig. Und das möchte ich mir, wie gesagt, nicht kaputt machen. Das war nicht ganz billig. Und das soll natürlich so lange wie möglich halten. Da ärgere ich mich bloß, wenn ich es jetzt zusammenfahre. Von daher, für den da kommt der Mähwerk her. An der KL300 mache ich zumindest die nächste Zeit keines. Ja, so viel jetzt zum Kramer. Das war es dann eigentlich auch schon für den Vlog. Dann gibt es vielleicht jetzt noch eine kleine Ankündigung von mir. Mit unserem Hausumbau wird demnächst einmal das Internet nicht funktionieren, weil die ganze Verkabelung im Haus auch neu gemacht wird. Mein Bruder ist ja Elektriker und ja, das ist halt Stand der Technik von 1984 gewesen. Und mittlerweile, man hat doch andere Technik, andere Kabel und. Da hat er gesagt, er möchte alles neu einziehen, möchte es alles wieder schön machen. Und da hat er jetzt dann gesagt, da kann es dann sein, dass wir eine ganze Zeit lang mal kein Internet haben. Also er geht davon aus, 2 Wochen werden es werden. Muss man gucken. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so lang ist, aber ich sage es jetzt wie gesagt gleich im Voraus. Falls das der Fall ist, wenn da der Internetausfall ist, dann werden einmal keine Videos kommen. Also bitte nicht wundern, wenn dann einmal nichts mehr kommt. Ich bin schon deswegen noch da. Ich filme natürlich weiter, was dann in der Zeit passiert. Ich versuche natürlich jetzt schon irgendwie ein bisschen was vorzuproduzieren, aber im Moment es ist nicht mehr viel zu machen, kann ich nichts versprechen. Ja, da muss man auch mal gucken. Und wenn kein Internet geht, kann ich natürlich nichts hochladen. Also bitte nicht wundern, wenn da dann was ist. Keine Angst, da kommen wieder Videos. Das ist einfach dann bloß eben aus technischen Gründen. Also nicht verwundern. Ja, da werde ich aber auf alle Fälle, wie gesagt, weiter filmen. Und falls das in der Zeit ist, wo der hier fertig werden sollte, da halte ich euch natürlich dann im Video, was dann anschließend einmal wieder kommt, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr kriegt das dann in chronologischer Reihenfolge quasi. Ist halt dann ein bisschen zeitversetzt. Das werde ich sehen, wie ich das hinkriege. Aber nicht, dass hier jetzt jemand denkt, der ist jetzt nicht mehr da, wo ist der Michel geblieben? Nö, ich bin schon noch da. Gut, so viel dazu. Ja, und dann bin ich noch, eine Frage habe ich noch gekriegt im letzten Video, die beantworte ich jetzt noch. Und zwar, mein Lenkrad ist vom Computer ist, was spiele ich für Spiele damit? Ja, eigentlich habe ich das vorher schon beantwortet gehabt, habe es aber dann beim Videoschnitt scheinbar doch mit rausgeschnitten.
Das Lenkrad ist ein Defender-Lenkrad-Typ. Puh, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Hat auf alle Fälle bei mir den Nutzfaktor für LS-Zocken zum Beispiel. Also ich spiele ja LS schon seit 2008er. 2008 hatte ich das. 2011er hatte ich. Das war noch. Den 13er habe ich gehabt, den 15er habe ich gehabt und den 17er habe ich gehabt. Den 17er spiele ich auch ab und an noch. Also wenn es jetzt in den Winter rein geht, vielleicht auch mal eher wieder, wenn ich so richtig Lust dazu habe, wenn daheim selber im Ackerbau nichts vorangeht, weil das Wetter einfach so bescheiden ist, dann spiele ich gerne mal da das Spiel. Aber das, wie gesagt, da mache ich keine Videos oder was davon. Das ist einfach nur für mich selber, so ein wenig so zum Spaß. Den ETS Euro Truck Simulator spiele ich immer mal noch ein bisschen. Ja, was mir gerade so in den Sinn kommt, was mir gerade gefällt. Und das, wie gesagt, spiele ich da damit. Na gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne ist Schluss mit dem Video. Das war's dann. Viel ist nicht passiert, aber trotzdem ein bisschen was. Heute den Stall noch ganz normal sauber gemacht, aber das kennt ihr ja. Ich sage jetzt auf alle Fälle noch einen schönen Dienstag und eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag um 16 Uhr wieder. Falls nicht, ihr wisst dann Bescheid, dann kann es sein, dass auch mal eine Zeit lang keine Videos kommen. Kommt aber dann normalerweise im Laufe von 2 Wochen wieder was zurück. Und dann würde ich sagen, einen schönen Tag noch und Servus bis zum nächsten Mal.